Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Wolfenstein 2, The New Colossus. Und wir müssen heute Seth besuchen. Wir sind in Hammerfaust Hauptquartier vom Wiesenau Widerstand. Du bist nicht Seth, oder? Nee, du bist Bombarte. Hey Max, guck nicht so. Das ist Max und ein Schwein. Aber so ist das nun mal. Schweine sterben, damit Menschen. Max liebt seine Wachsmalstifte. Und wir haben kein Futter mehr. Nur noch für Menschen. Kein Schweinefutter. Oh. Max Geburtstagskarte. Nice. Okay. Was lag hier? Hier hat irgendwas gewinnt. Das Schweinchen bleibt am Leben. Okay, wo fände ich denn Seth? Wäre cool, hätte ich eine Anleitung dafür bekommen. Oh! Gefunden. Irgendwo hier. Da unten vielleicht, oder hier. Warum hinterlässt uns Seth nur immer so ein Chaos? Keine Ahnung. Das ist nicht Seth. Aber er hat bestimmt Wichtigeres zu tun. Was liegt hier rum? Concept Art. Hier ist er. Und hier ist Sikun. Hier ist wieder was zum Lesen. Hier ist noch mehr zum Lesen, oder? Ach, da unten lag das. Eine Karte! Können wir direkt mal gucken. Hauptmission? Dann haben wir hier Vorteile, Waffen, Extras und Tutorials. Extras, es gibt Geld, Gold, es gibt Starkarten, Konzeptart, Max Spielzeug, Todeskarten und Schallplatten. Okay. Und noch was Lesbares gefunden. Und noch was Lesbares gefunden. Das Tagebuch haben wir jetzt eiskalt gelesen. Und noch was Lesbares gefunden. Alter, wie viel Lesbares finden wir hier? Bei mir so. Ist das schön. Oh, was ist das? Nein! Was zur Hölle ist das da? Tja, was das ist, Riese, was das ist? Das ist der Körper eines Totenkopfaffen und der Kopf meiner geliebten Siam-Katze Shoshana. Schauen Sie. Okay. Er hätte nichts tun, er ist ein guter Junge. Ich habe Shoshana beim Rattenjagen im Reaktorraum gefunden, als wir das U-Boot eroberten. Ein paar Monate später lag sie mit Darmkrebs im Sterben, als ich diesen praktisch hirntoten Affen fand, der auf einer Sprengkapsel rumkaute. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Blaskowitsch. Nehmen Sie die Axt runter. Sie machen mich nervös. Das ist nicht nur mein Lieblingstier, sondern wahrscheinlich auch meine bedeutendste wissenschaftliche Leistung. Ja, du bist bedeutend. Hast du Hunger? Hier ein Fisch. Also, für eine speziesübergreifende Kopftransplantation muss man A, die Wirbelsäulen verbinden, sie ist okay. B, vollkommen unterschiedliche Biosysteme in Einklang bringen, Atemwege und Blutkreislauf. Okay, verstanden. Sparen Sie sich das Wissenschaftsblabla. Was tue ich hier? Quake wie eine Ente. Sie hatten einen langen Tag und es tut mir leid. Mal sehen. Brauchen Sie ein Schlafmittel, Junge? Nein, ich brauche nur eine Aufgabe. Ablenkung. Ah, ich verstehe. Jeder trat auf seine Weise. Aber ich habe die perfekte Ablenkung für Sie. Vor ein paar Tagen bat Anja mich, eine Schießanlage für die Kämpfe an Bord zu bauen. Sie ist fast fertig. Aber ich habe mit einer alten Drohne für Zielübungen experimentiert, als dieses verdammte Ding plötzlich total durchgedreht ist und dachte, es könnte einen auf Heiler machen. Also habe ich es da eingesperrt. Könnten Sie vielleicht da reingehen und es zerstören? Und probieren Sie auch die Schießanlage aus, mal sehen, wie sie Ihnen gefällt. Berichten Sie mir später davon, okay? Okay, ich schaue. Das ist ein kranker Professor, ne? Dieser Set ist ein kranker Professor. Prozessor, wollte ich schon sagen. Kümmern Sie sich um die amoklaufende Drohne in der Schießanlage. Vielen Dank. Wer auch immer da ist. Wie fühlt sich Ihr Kopf an, Mr. Stubbins? Gut. Tage, Irina. Achso, deren miteinander. Club Wiesenau. Wohin muss ich denn? Kann man hier die Map nochmal aufmachen? Wo ging das? Ich hab's schon wieder vergessen. Einfach mal alles drücken. Hier. Was war das jetzt? J war's. Mission. Schalte die Drohne aus.
Ich habe Wiedervereinigung eine Mission. Was ist das hier? 6 Enigma Codes verfügbar. F und C. Was ist jetzt was? Fergus Kabine. Blablabla. Mission 10. Muss ich dafür noch weiter raus oder was? Ah, man kann auch hier so. Aber das ist hier nirgendwo. Eingabe, Infos anzeigen. Mhm. Eine Regimedrohne, da lang. Shooting Range. Okay, dann gehen wir mal da lang, glaube ich, oder? Hier runter vielleicht? Captain, mein Freund. Hi! Zweifeln Sie nicht an sich. Mache ich da nie, jede Woche zum Lesen. Eine Star-Karte haben wir gefunden, Freunde. Was macht die? El Sanchez haben wir gefunden. Nice. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Weg finden, wo wir lang müssen. Hier ist das Schwein und Max. Max. Siehst du mich aus, Mädchen? Füttere die Rosa. Haben wir jetzt Zwischenziel bekommen. Ich haben wir irgendwo Essen für die? Hier sind überall Max B Sachen. Hat der was zu essen für die? Scheinbar nicht. Da hinten muss ich hin. Hab ich was zu essen für die? Ist das hier nicht mein Zimmer? Doch, oder? Doch, doch, das ist mein Zimmer. Aber ich habe auch nichts zu essen für die. Wo bin ich hier? Beim verrückten Professor? Hier war wieder so ein Concept Art. Wie sieht das aus? Sieht schon cool gemacht aus, muss ich sagen. Hier ist der komische Affe. Oder das Katzenäffchen, sagen wir es mal so. Und da geht es wieder zum Labor. Aber wir müssen hier lang, Freunde. Wow, wow, wow. Du willst Fang spielen, was? Immer alles mitnehmen, was man hier mitnehmen kann, ne? Regel Nummer 1. Verschlossen. Also wir müssen hier scheinbar runter. Kann man hier einfach drüber klettern? Ja, kann man. Wow! Sam muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Was gibt's denn noch so? Was ist das? Ein Abschussgedöns ist das. Hier kann man echt schießen lernen, ne? Nice. Wir gehen aber erstmal zurück. Komm, einmal aktivieren wir sie. Einmal machen wir hier Schießtraining. Punkte haben wir schon. Ah, ich muss nachladen. 60. Und 10. Da haben wir viele gemacht. Zack. Oh ja. Yeah. $335? Kann man sich davon jetzt irgendwas kaufen? Nein, kann man nicht. Okay. Aber 335 ist, denke ich, schon okay, würde ich sagen.
So, wo ist der Kollege? Wie war meine Schießanlage? Gut. Ah, gut gemacht. Daumen hoch gebe ich. Wir haben es einfach drauf. Herr Blaskowitsch, Ihre Frau Anja? Sie hat nach Ihnen gesucht. Oh, ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Wo ist denn Carolines Zimmer? Ist das die Carol? Ne, das ist Sigrun. Kennen Sie die Käfer, Herr Seth? Ja. Wo war denn Carolines Zimmer? Hier hinten vielleicht irgendwo? Unfassbar, dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Der wütende Schatte, glaube ich. Hier sieht er was zum Lesen. Doch nur als eine Übergangslösung? Bis wir jemanden anderen gefunden haben. Irine Engel, General. Blutgruppe 0 minus. Ist das eine gute Blutgruppe? Hier ist Carolines Zimmer. Ey, wie ich das immer finde, ne? Oh, die Wand. Oh, William. Ich kann sie immer noch hier riechen. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Kannst du für mich mal nach Fergus sehen? Er ist nach der Operation wieder auf den Beinen und sollte mir Nitroglycerin aus dem Munitionslager holen. Ist aber noch nicht zurück. Dann gucken wir noch nach Fergus. Neben der Schießanlage. Wir müssen alle versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Ist hier auch noch was zum Lesen? Okay, dann suchen wir mal nach Fergus. Neben der Schießanlage, also hier hinten. Hier. Ich soll ich hier beibringen, dass ich Ihnen bald folge. Alles klar, Fergus? Wie geht's dem Arm? Bitte. Bitte helfen Sie mir. Was ist mit Ihrem Gesicht? Ich glaube, das Teil will mich umbringen, Blasco. Was? Sind Sie schon mal friedlich eingeschlafen und brutal von Ihrer Armprothese geweckt worden, die Ihnen das Auge ausstechen wollte? Musste sie ausschalten. Ist das normal? Was sagt Z dazu? Irgendwas von Lernkurve und so einem Scheiß. Dass ich lernen muss, ihr zu vertrauen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, sie in nächster Zeit beim Pissen zu benutzen. Vielleicht ist es wie bei der Ausbildung eines Jagdhunds. Wenn sie Schwäche zeigen, schlägt sie zu. Zeigen sie dem Ding, wo es lang geht. Gut, gut. Halten Sie sich bereit und greifen Sie ein, falls es so aussieht, dass ich gleich drauf gehe. Also, dann mal los. Ja, genau so. Gut gemacht. Oh, fuck. Verdammt, du scheiß Verräter, aufhören! Sofort aufhören! Bitte noch mal! Jetzt hab ich dich. Okay, alles in Ordnung. Ganz ruhig. Geht doch. So ist's gut. Ist denn alles in Ordnung, Commander? Oh ja. Ja, alles unter Kontrolle. Mir geht's gut. Vielleicht wird der voll aus den Latschen gehauen bestimmt, okay. Oder? Zentrale in 5. Ich habe Carolines Notizen gelesen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Die Handwerkkette, oder? Seth, ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Auf jeden Fall. Gut. Wir können aber nicht einfach mit unseren Regimehubschraubern dorthin fliegen, sonst schießen sie uns ab. Können wir nicht Kontakt aufnehmen, damit sie wissen, dass wir in Frieden kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Verdammt. Dann müssen wir ihm wohl zu Fuß begegnen. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht. Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Ja, Anja, gut. Hier. Diese Rüstung schützt vor Radioaktivität. Packen Sie es an, Blasco. Oder sind Sie zu schwach und nutzlos geworden? Ich wollte schon immer zum Big Apple. Ansage. Wunderbar. Bombarde, bringen Sie ihn hin. Kein Problem, Wing Commander. Kann ich behilflich sein? Ich weiß nicht. Können Sie? 5 Grad Backbord und dann weiter, geradeaus. Da ist die Freiheitsstatue. Hey, Großer.
Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung, ich bin aus Texas. Ein Texaianer oder so? Was ist da passiert? Okay, Freunde. Wir gucken mal kurz, was wir jetzt hier alles für Missionen haben. Manhattan ist die Hauptmission, aber die machen wir erst in der nächsten Folge weiter. Wir sind nämlich schon bei über 15 Minuten, glaube ich. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen morgen weiter. 19 Uhr, wie immer. Jeden Abend 19 Uhr kommt eine Runde Wolfenstein. Natürlich mit Altersbeschränkung, Freunde. Anders kann man das, denke ich, auf YouTube nicht wirklich dauerhaft zeigen. Wobei die Folge jetzt nicht brutal war oder so. Aber die meisten sind schon ein bisschen brutaler gewesen bisher. Von daher, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dahin, haut da rein. Ciao.